Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, wir sind immer noch in dieser dramatischen Situation. Ellie ist am Ersticken. Ich will hoffen, dass sie das gebacken kriegen. Ich habe jetzt gerade die Leiter auf 9 fixiert. Ich will hoffen, dass die mal eben schnell die Leiter fertigstellen. Ich habe das auf 9 priorisiert. Also eigentlich müssten sie mal eben fertig bauen. Ach nein. Ja, und wir haben die erste Tote innerhalb von wenigen. Beim 8. Zyklus schon. Oh, ist das ein Elend. Ich würde zwar nicht behaupten, dass das unbedingt der schnellste Tod in meiner Oxygen Not Included Historie ist, aber tja, glorreich war das auch nicht gerade. Scheiße. Das ging fix. Zum Glück habe ich die Duplikanten noch nicht nach euch benannt. Sonst hätte ich jetzt schon Ärger gekriegt. Oh, ich bin schon bei dir im 8. Zyklus gestorben. Scheiße. Ja. Na gut, ich bin dafür ja bekannt. Das hatte ich in den Kommentaren ja auch schon gelesen. Dass ich nicht gerade dafür bekannt bin, ein guter Arbeitgeber hier zu sein. Insofern, ja. Ist es nicht unbedingt eine Ehre. Das ist eigentlich auch ziemlich egal. So, wir haben hier Wasser. Unterkühlung. Ja gut, wir müssen hier vielleicht auch nochmal auffischen. Ich will hoffen, dass wir das können. Ja, dürfen wir sogar. Sehr gut. Es ist also zumindest nicht zu viel Wasser. Das ist schon mal gut. Und ich mache natürlich erstmal die Prios fertig. Achso, warte mal, wir müssen noch eine Mauer reinsetzen. Schwupps. Gucken, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Aber wir müssen auch erstmal das Wasserbassin erstmal auseinanderbauen. Beziehungsweise müssen da erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen. Okay, wir haben Nacht. Geben wir ein bisschen Gas. Hier sind wir über 64% Stress, also gleich so früh am Anfang. Puh, ich hatte auch schon mal einen besseren Start, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ne, ich aufräumen, graben wollte ich. Wenn ich das hier weghauen. Obwohl, dann haben wir Hatch. Naja, gut, das, ja. Dann hat der Hatch ein Problem. Oder das Hatch, der Hatch, das Hatch. Oh, der Drecksand da. Achso, wir sind noch auf dreifache Geschwindigkeit. Ich wollte ja auf 2 zurück. So. Oh, oh. Das schwabbelt das schon durch. Muss also auch ein bisschen Gas geben. Und zu reichen Sauerstoffproduktion. Ja, ich weiß. Aber wenigstens können wir das Kohlenstoffdioxid schon mal so ein bisschen schon wegfiltern. Zumindest ein klein wenig. So, das Wasser nochmal kurz wegbringen. Dann frieren sie nämlich auch nicht mehr, dann sind sie vielleicht auch nicht mehr erkältet. Gut, dann können wir jetzt eigentlich schon mal hier weitermachen. Auch hier gehen wir mal wieder auf Prio. Wir müssen ein bisschen mehr in die Stromversorgung investieren, aber das müssten wir natürlich auch erstmal wieder erforschen. Dafür brauchen wir erstmal wieder Duplikanten und so weiter und so fort. Ja.
Nahrung verfault. Aha. Gut, hier unten sieht das schon mal gar nicht verkehrt aus, aber wir müssen natürlich hier schauen. Hier haben wir nämlich schön wieder Sauerstoff, verschmutzten Sauerstoff, der sich hier bildet durch die, naja, durch Ellie und durch den ganzen anderen Kram, der hier so rumoxidiert. Aber wir können uns ja nicht um alles kümmern. Also mit 3 Duplikanten ist das schon echt knapp und mit 85% Stress ist das kein guter Start, muss ich sagen. Ganz und gar nicht. Okay, da können wir hier schon mal einen Ziegel setzen. Wups. So, da müssen wir jetzt erstmal ran. Das Problem ist, das können wir erst zum Schluss wegnehmen, weil sonst bricht uns hier der Damm. Das finde ich jetzt auch nicht so schön. Machen wir erstmal die zwei und den. Obwohl, wir können auch einen Dreier. Ich glaube, Dreier geht auch noch. Mädels. Ah. 95% Stress, 96% Stress. Ja. Ungekühlte Nahrung, unzureichende Sauerstoffproduktion. Ah. Duplikanten sind gestorben, das wissen wir, das können wir wegmachen. Krankenbetten. Deswegen rot wahrscheinlich. Naja gut, dann müssen wir die Prio leider hier oben aufsetzen. Das nützt alles nichts. Scheiße. Das war nicht so geplant. So, neuer Duplikant. Schauen wir mal. Nicht konstruktiv. Kann ich bauen. Das ist schon schlecht, aber wir haben 6-mal Lernen. Das ist schon sehr gut. Basteln, Kochen, Lernen, Immunität, Kreativität, Medizin. Medizin ist auch vielleicht nicht verkehrt. Kreativität, Bauen, Basteln, Kochen, Lernen, Stärke. 7 Basteln, 2 Kochen. Ich glaube, wir nehmen mal Marie. Die kann dann wenigstens ein paar Leute gesund pflegen. Aber wir müssen es mal hier alles fertig bauen. Damit wir eine Krankenstation haben, dann sollte sich eigentlich auch der Stress regulieren lassen. Der Stress ist natürlich bei 100%. Oh, wir sind noch auf dreifache Geschwindigkeit. Nein, Double reicht. So, dann am besten gleich mit Türen etc. pp., dass wir vielleicht diesen Bonus bekommen. Für den Raum, diesen Raumbonus. Mal gucken, ob der Stresslevel jetzt sinkt, weil wir haben ja zumindest mal ein Krankenbett. Wollen wir den in beide Richtungen machen oder nach rechts? Ich würde mal nach rechts sagen. Dann kann man wenigstens mal die Hände waschen. Dann kann man wenigstens mal die Hände waschen, sobald. Hä? Achso. Wenn man den Raum verlässt. Zwecks Immunität etc. pp. Und der Kühlung. Das ist ein kleiner Bug hier. Gucken mal. 312,1 Gramm Nährstoffriegel. Irgendwas stimmt da nicht. Hör mal damit auf. Irgendwas stimmt hier nicht. 312,1. Jedes Mal das gleiche. Ich glaube, wir haben einen kleinen Bug. Oh, heul doch nicht alles voll hier. Ah, Mist.
Schwieriger Anfang, muss ich sagen. Ganz schwieriger Anfang. Flieht! Hier wird nicht geflohen. Und vor allem, wohin willst du fliehen? Hier versuchen wir zu fliehen, aber ich weiß immer nicht, wohin. Weil sie können ja nicht weg. Wir sind ja in so einem schönen Asteroiden. Da können sie nicht weg. Der Drops ist gelutscht. Und da ist natürlich auch ein Hedge. Aber wenigstens ist schon mal Stresslevel runter auf 91%. Das war schon mal mehr. Ich weiß zwar nicht, ob das unbedingt hier an diesem... an dem Raum liegt, aber es ist auf jeden Fall schon mal... Ja gut, jetzt geht der Stress wieder nach oben. Wischen. 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 Schwierig, schwierig, schwierig. Kein guter Start, kein guter Start. Ja. Nein. Drei sind schon erkältet und die sind... Na. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Da müssen wir gleich nochmal beigehen. Den Fehler hatten wir ja schon beim letzten Mal gemacht. Da gehen wir auch gleich bei. Nur ich warte jetzt mal, bis der Tag anbricht. So, hier. Ach, Fischen müssen wir hier. Jetzt müssten sie eigentlich genug Zeit haben, hier zum Beispiel mal ein bisschen aufzuräumen, wegen Wasser und so weiter. Wir müssen einfach mal ein bisschen aufräumen hier. Also ich mache... Ah gut, jetzt fangen sie an zu wischen, alles klar. Stress erbrechen. Oh, hör doch auf damit! Und er hat aufgehört hier, sehe ich gerade. Da muss wir irgendwas diesen Bug unterbrochen haben. Wischen. Oh, hör doch mal auf, da überall hinzukotzen. Mann. Wischen. Da müssen wir auch nochmal wischen. Ja, wischen. Mach doch mal schnell sau. Ja, hör doch mal auf zu kotzen, Mann! Oh, überall rumgeniese und. Hör doch mal auf. Oh Mann. Hier kommen wir nicht. Wir kommen nicht auf den grünen Zweig hier. Oh Gott. Das nervt richtig gerade. Ja, kotz doch da noch mehr hin. So, jetzt kommen wir vielleicht auch mal zu anderen Sachen. So, die Leute können mal aufs Klo. Achso, warte mal. Wir können mal kurz gucken. Aha, hier mal ein bisschen bauen. Ja, ich weiß, bauen ist gerade vielleicht eine schlechte Alternative. Aber wir müssen ja ein bisschen was machen. Das ist ja alles nix. Und dann brauchen wir... Was brauchen wir? Kompost. Kompost brauchen wir. Kompost brauchen wir. Alter. Ich glaube, das Spiel will mich gerade so ein bisschen foppen. So. So, Kompost bauen wir nochmal schnell hin. Schnell in Anführungszeichen.
Aber die müssen sich natürlich wieder gegenseitig gesund pflegen. Also ich habe einen ganz schlechten Start erwischt. Also ich glaube, ich habe auch die falschen Sachen zum Anfang getan. Das Wasserbassin wäre jetzt natürlich nicht so dramatisch gewesen, aber ich dachte auch, wir hätten am Anfang gerade ein bisschen mehr Zeit. Aber irgendwie hat sich das nicht so ergeben, wie ich mir das gedacht habe. Das ist natürlich bescheiden. Ah, Stress sinkt momentan. Liegt vielleicht auch daran, dass wir momentan nicht so viele Aufträge vergeben haben. Ich weiß auch nicht, ob die auskurieren. Zeigt ihr das an hier irgendwie? Atem. Ausdauer, Blase, Stress. Atem steigt. Stress, ja, wackelt immer hin und her. Und der Kühlung dreckig. Sauerstoff hält Luft an. Und wird behandelt. Ich sehe jetzt selber auch gerade nichts. Dekorationserwartung minus 30. Ich sehe gerade nicht, ob er... ob die irgendwie... beziehungsweise wo der Heilungsprozess ist. Dass hier mal stehen würde, was weiß ich, so in 5 Minuten ist er wieder auf dem Damm oder so. Steht hier alles nicht. Okay. Also ein schwieriger Start hier. Oh, das ist schon wieder auf nur 92% hoch. Ah, ist doof. Ich brauche mehr Duplikanten, die die Arbeit erledigen können. Sonst wird das, glaube ich, schwierig. Jetzt gerade sind wir an einem Punkt, wo wir nicht so wirklich vor uns zurückkommen. Weil wir haben eigentlich zu viel zu tun, obwohl eigentlich auch wieder nicht. Und ja. Und viele sind natürlich ausgefallen, weil sie krank geworden sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie hier in dieses, in diese Schmutzluft rein mussten und ins Wasser und haben sich erkältet und das war alles nicht so ganz optimal. Okay, wollen wir hier so langsam weitermachen? Das sieht mir danach aus, als wenn die Duplikanten momentan gut drauf sind. Dann können wir mal wieder graben. Machen wir Prio 9. Oh nein, nicht der zweite Tote, bitte. Machen wir Priorität 9, wollen wir hier alles mal wegfräsen. Wir versuchen es mal, das mal alles auf Prio 9 mal... Ha, nicht Prio. Blödsinn. Graben 9, so. Das mal eben auf 9. Die anderen müssen ja auch dann mal ganz fix... Oh, dann müssen sie das ja auch ganz fix wegmachen. Das wird schwierig. Priorität 9. Priorität 7. Die machen wir auf 7, die beiden. Graben uns, haben wir gleich den zweiten Toten. Dann habe ich schon wieder gewonnen, ganz ehrlich. Thank you.
Wir müssen den Wasser... Achso, okay. Ersticken. Der Ron ist am Ersticken, aber... Ich könnte... Mann, was ist denn los? Was ist denn los? Na, mega toll, echt. Jetzt haben wir schon wieder den Duplikanten weg. Ah, Mann! Also zum Mäusemelken hier. Ganz beschissener Start. Ganz beschissen. Ärgert mich. Ich weiß auch nicht, wo ich den Fehler gemacht habe. Habe ich einfach zu Anfang schon zu viel? Wollte ich einfach schon zu viel machen? Oder was ist da los? Oh, jetzt fängt er wieder an. Ah, er läuft hier wieder ins Wasser, Mensch. Ja, der kann eigentlich auch gleich mit weg. Mann, das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Ja, ich muss das hier wenigstens noch alles wegkriegen hier, den ganzen Kram. Scheiße. So, was ist jetzt? Wo sind die anderen alle gegangen? Da flennt jemand, okay, kann ich verstehen. Aber wir müssen hier fertig werden. Das bringt jetzt alles nichts, wenn wir das alles hier so lassen. Das macht alles keinen Sinn. Das fräsen wir natürlich auch noch weg. Das fräsen wir weg. Und wir gehen wieder auf 3. Gut, wir haben Nacht und irgendwie einen ganz schwierigen Start. Ich weiß nicht, ob sie an der Balance des Spiels wieder ein bisschen rumgedreht haben. Ich würde aber mal eher sagen, dass ich da selber mir selber die Zinken reingebaut habe. Wie dem auch sei, wir werden uns irgendwie durchbeißen müssen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included nach dem Automation Update wieder. Macht's gut. Tschüss.